Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Transport Fieber. Wir schauen, dass wir da oben ein bisschen Güterverkehr nach Selbitz bringen. Ich habe mir auch schon angeschaut, wo wir hin müssen. Das ist ungefähr da, wenn wir das Gebiet hier irgendwie so ein wenig abdecken. Dann ist das ziemlich gut. Die Frage ist, ob es Sinn machen würde, wenn wir... Ah, da gibt es ein paar neue Fahrzeuge. Kleine Straße, mittlere Straße. Aber schlussendlich, egal was ist, wir brauchen ja da oben das. Ah. Jetzt hätten wir sogar die anderen da. Ah ja, das ist ja Großparkplatz. Das sieht doch schon mal besser aus, hätte ich gesagt. Medium. Medium hört sich gut an und die sehen ein wenig moderner aus, sag ich mal. Machen wir halt noch einen zweiten gleich drüben, ja. Dann eine neue Linie. Und da. Nach da und dann da. Wie war die wieder? Auf ihm für Selbitz. LKW, da kann ich mich noch dran erinnern. Dann haben wir einfach Treibstoff gesagt. Okay. Schauen wir mal. Brauchen wir da auf jeden Fall mindestens mal dran. Also gut. Genauso viele wie da oben, wo wir es doppelt haben. Dann haben wir 3, 6, 9, 10. Also brauchen wir 11 Fahrzeuge. Elfmal Obelblitz. Ich habe auch jetzt den Fahrzeugersatz bei allen Fahrzeugen auf den Obelblitz umgestellt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wo ist das jetzt wieder? Selbblitz, LKW-Treibstoff. Genug Öl da. Also können die auf jeden Fall abholen. Ja, da liegt ja auch noch genug, sage ich mal. Und dann haben wir das auch schon wieder angebunden und wir könnten uns jetzt halt endlich mal um einen Zug kümmern. Wir warten aber noch das Jahr ab, weil immer zum 1.1. kommen neue Sachen. Falls es was gibt, gibt es anscheinend aber nichts. Elektrisch nur den und da haben wir die, okay. Okay, 800 im Jahr, 900 irgendwas. Sogar schneller, hat aber weniger Leistung. Ich würde mal sagen, wir könnten noch auf die setzen für 30. Ja, 30, ja, die halten ja gar nicht mehr, ne? Weißt du, dass er ersetzt ist? Ich mache mir ja gerade Gedanken, oder wir machen uns gerade Gedanken, welche das wir jetzt einsetzen schlussendlich. Die haben wir jetzt, okay, die haben 580 kW. Also setzen wir auf die. Weniger Unterhalt, die kosten weniger.
Haben wir das, dann brauchen wir noch Passagiere. 14 mit 100, 120. Könnten wir den sogar nehmen? Der ist leichter, ne? Der macht aber mehr Sinn. Na, ich glaube, wir nehmen doch eher den. 1, 2, 3, 4. Wie haben wir bei den anderen hingepackt? 6 Waggons. Beziehungsweise 4-mal die Donnerbüchse, okay. Aber die passen ja nicht mehr. Also es ist ja so. Dieser wird jetzt 119 Leute transportieren können. Der wird die doppelte Kapazität von den alten Zügen haben, damit wir jetzt endlich mal die Menschenmassen von A nach B kriegen. Das ist jetzt der Zug für die neue Linie 3. Beziehungsweise da haben wir 1, 2, 3, 4. Da könnten wir auch Leute. Ja, wir setzen mal einen ein. Das heißt aber, wir brauchen jetzt den Zugersatz für die Linie 1 unbedingt. Ob wir dann immer noch 8 Züge beschäftigen, das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wir werden dann auf jeden Fall auf 6 Züge reduzieren. Den auf jeden Fall gleich mal ins Verkaufen und den auch verkaufen. Dann hier Fahrzeugersatz. Elektrisch den. Den und dann noch die Donnerbüchse. Siebenmal, genau, das ist jetzt der neue Standardzug. Kostet ca. 9 Millionen pro Ding. Da ist das Geld auch schon wieder weg. Weil die Linie werden wir jetzt nach und nach, weil die sind ja eh alle überaltert, mehr oder weniger schon, ersetzen. Das gleiche machen wir hier. Den werden wir auch ersetzen durch erstmal den hier. Den und dann noch 7 davon. Dann noch hier werden wir den auch mit reinnehmen, auch wenn wir den nicht bräuchten, aber jetzt wenn wir schon drüber sind, nehmen wir den auch gleich mit auf. So. Das ist doch schon mal jetzt ein Schritt. Kostet uns jetzt schweinemäßig Geld. Aber wenn man sich mal anschaut, da. Gott sei Dank haben wir die zwei Ältesten. Zwei ältesten Züge schon mal in einem Depot geschickt. Und es werden jetzt die zwei anderen Ältesten, das sind die, die werden noch ersetzt. Und eine ist jetzt schon ersetzt worden. Gott sei Dank. Weil das wurde an der Zeit, da hängen wir einfach Jahre jetzt hinterher. So, wo ist die jetzt? Die?
Okay. Fülle einen Zug mit mindestens 100 Leuten. Linie Zug 2 ist tatsächlich eine. Ach, die sind alle schon ersetzt worden. Die waren schon zu alt? Okay. Bin ich ja mal gespannt. Na, jetzt sind natürlich erstmal alle Bahnhöfe leer. Das heißt, wir machen jetzt erstmal demnächst keinen Gewinn mehr. Ja, der fährt halt wirklich 100, ne? Die alten Züge fahren. Dass ich auch nur die Züge erwische. Haben wir überhaupt noch alte Züge? Also gut, 65. Ey, 40 schneller ist natürlich schon mal Hausnummer zu. Die waren viel zu kurz, die Züge, wo ich in der letzten Zeit eingesetzt habe. Wird jetzt aufgerüstet. Ah, wohl doch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch... Da könnte man noch... Ich sag mal eins und da auf jeden Fall auch noch mal eins einsetzen. Ja. Setzen wir noch mal genau einen ein. Wimbrecht. Noch einen setzen wir in Gräfenberg ein. Und zwei Stück noch mal für Öl. Wenn wir auf jeden Fall genug Öl hinkriegen. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir geldtechnisch Plus machen. Wie sieht es mit den Zügen aus? Der eine fällt jetzt bald, okay. Der andere, okay. Ja, warten schon weniger Leute. Und leer. Ja, und fast leer. Natürlich jetzt aus nochmal anfänglich. Machen wir jetzt noch Geld? Weil noch genug Leute warten, aber zukünftig dann nicht mehr. Da aktuell noch, ja. Aber demnächst dann nicht mehr, wenn da oben der mal leer ist. Der wirft noch Minus ab, aber ist in Ordnung. Dafür fahren die anderen so viel Gewinn ein wie noch nie. Auch eine Hausnummer. Haben wir bereits neue Passagiere? Oh ja, die fahren noch schneller. Das heißt, wir müssen anfangen, auf die neuen umzusteigen.
Aber wenn, dann wollen wir natürlich jetzt nach und nach auf die neuen Fahrzeuge setzen. Die schlussendlich schneller sind und mehr Leute transportieren können, soweit ich es gesehen habe, ja. Und nachdem da jetzt eh noch ein paar Fahrzeuge ausstehen, die ausgemustert gehören, sind wir da jetzt ja voll mit dabei. Technisch sind wir aktuell im Minus. Aber ich glaube, wir kaufen gerade neue Fahrzeuge, ne? Ja. Haben wir aber einen neuen Zug gekauft, okay. Ach genau, dann sind ja da nur noch zwei alte unterwegs. Ja. Jetzt müssen der halt noch irgendwann mal Gewinn einfahren. Der Zug. Ah, das brauchen wir noch wenig. Bis wir die Betriebskosten und die Einnahmen decken. Aha. Okay, ne, wir hätten natürlich auch das so einfügen gekonnt, damit das passt. Weil der fährt ja jetzt halb, der fährt ja nur hin und dann leer zurück, so in etwa. Und ich habe sicherheitshalber mal gespeichert und gleich danach kommt Autosave, ist ja klar. Und wieder ein neuer Bus. Aber an der Stelle würde ich sagen, ich beende mal den Part. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.